Grüezi wohl, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich auf dieser Lernplattform Hacknet begrüßen. Auf dieser Lernplattform werden Sie sich selber ein Hackballspiel beibringen und Sie werden herausfinden, wie man ein Hackball stimmt und im Allgemeinen pflegt. Mein Name ist Jens Sundrecker, ich spiele seit knapp 10 Jahren Hackbrett und habe darum eine sehr grosse Leidenschaft zu dem Instrument aufbauen und habe bemerkt, dass eigentlich das Hackbrett gar nicht so bekannt ist bei den Leuten. Sprich, ich bin immer wieder angesprochen worden, auch wow, du spielst Hackbrett. Das haben sie jetzt aber noch nie gehört. Und ich habe wie gefunden, ich will das etwas ändern, ich will das Instrument unter die Leute bringen, ich will den Menschen etwas zeigen, was mit dem Hackbrett auf sich hat. Und somit ist eigentlich die Idee zu dieser Lernwebseite entstanden, weil auf dieser Lernwebseite ist einerseits der Aspekt vom Lernen und andererseits, dass ich das Hackbrett im Internet publik machen kann, ich kann es ein bisschen unter die Leute bringen und man kann sich auf dieser Lernwebseite auch einfach informieren, was heisst, wenn man Hackbrett spielt. Und ich hoffe, Ihnen wird es gefallen und Sie werden ein bisschen auf dieser Lernwebseite bleiben. Wieso gibt es überhaupt die Videos auf dieser Lernplattform? Und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Ich habe einfach das Gefühl, dass man Instrument, in dem Fall das Hackbrett, nicht gleich gut kann erlernen kann, wenn es einem einfach jemand aufschreibt, was man machen muss, wie wenn man es selber dann sieht. Mir persönlich geht es so, wenn ich ein Objekt neu kennenlerne und mir dann jemand erklärt, wie das funktioniert, dann kann ich mir das viel besser merken und ich bin viel schneller dann vertraut mit dem Objekt. Und ich habe das Gefühl, beim Musikmachen ist das genau das Gleiche. Wenn ich ihnen einfach eine Anleitung geben würde, wie man das Instrument spielt, habe ich das Gefühl, haben sie einen anderen Bezug darauf, wie wenn sie sehen, wie man es spielt. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Videos machen wollte. Und ich hoffe, sie werden gefallen daran haben. Und ich werde aber auch noch zwei, drei Sachen aufschreiben. Die wichtigsten Sachen können Sie auch noch nachlesen. Ich werde Ihnen auch die Stücke, die Sie hoffentlich bald werden erlernen werden, werde ich Ihnen noch niederschreiben und dann können Sie die auch nach Noten wieder nachspielen. So ist es nicht. Ich will den Aspekt vom Schriftlichen nicht rausheben. Aber ich möchte gerne den Fokus auf die Videos setzen, weil ich das Gefühl habe, das ist eine wunderbare neue Errungenschaft eigentlich von der heutigen Welt, dass man über Videos kann Menschen etwas beibringen kann. Grundsätzlich ist auch mein Ziel, eine sehr gemütliche Atmosphäre aufzubauen. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie die Videos sehen und so richtig Lust bekommen, um den Hackbrett zu erlernen. Und ich möchte bei ihnen gerne die Motivation ein bisschen rauskuseln für das Erlernen von einem Instrument, und zwar eigentlich im Selbststudium, weil es ist ja so, dass sie können die Videos anschauen können, wenn sie Lust haben zum Lernen. Sie können Pause machen, wenn sie etwas mehr Zeit brauchen, um etwas wieder nachspielen oder sonst etwas. Und somit ist sehr viel Eigenverantwortung in dem ganzen Konzept eigentlich drin. Aber ich habe das Gefühl, das tut sehr vielen Menschen gut und bringt sehr viel Fortschritt. Was ist alles auf dieser Lernplattform zu finden? Wie Witzeli schon erwähnt, werden Sie eigentlich lauter solche Lernvideos antreffen, wo ich Ihnen Grundlagen zum Hackbrettspiel beibringen werde und dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und Ihnen gewisse Solostücke beibringen, weil Sie dann anderen Menschen sicher Freude machen können, wenn Sie Ihnen die vorspielen. Und es ist einfach auch schön, um zu sehen, dass man eigentlich mit sehr wenig Voraussetzungen eigentlich schon sehr, sehr viel anbringen kann. Die Solostücke werden aus ganz, ganz verschiedenen Teilbereichen von dem Musikstil stammen. Ich werde nicht nur Appenzeller Musik spielen, weil ich habe das Gefühl, das Hackbrett hat noch viel mehr Potenzial wie eigentlich das Traditionelle. Aber ich will auch den traditionellen Aspekt in diesen Videos vorhanden haben, weil er einfach zu dem Instrument gehört und zu unserer Tradition. Weiters werden Sie Noten finden, wo ich einfach Solostücke niederschreiben werde, falls Sie mehr der Mensch sind, der gerne nach Noten spielt. Und dann können Sie die einfach abladen und eins zu eins nach Noten nachspielen. Was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, eigentlich, wenn man ein neues Instrument erlernt, ist eigentlich, wieso sieht das Instrument so aus, was ist die Geschichte, woher kommt es. Und diesen Aspekt werde ich Ihnen gerne hier oben mitgeben, weil ich es einfach sehr interessant finde, speziell beim Hackbrett, wie da eigentlich alles gekommen ist. Und ich hoffe, Sie werden Freude daran. Das
Sie werden auch einen kleinen Bereich mit Infos über mich antreffen und zusätzlich eigentlich auch die Möglichkeit bekommen, um mich zu kontaktieren. Weil falls Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, ist mir das auch wichtig, dass Sie mir da schreiben, dass ich hoffentlich Ihnen weiterhelfen kann. Und ich möchte einfach im Voraus schon sagen, ich bin keine Hackbrett-Lehrerin. Ich habe die ganze Lernplattform eigentlich auf meine Erfahrungen aufgebaut. Und ich möchte Ihnen da einfach noch mitgeben, dass Sie einfach wissen, dass ich eigentlich schon auch nicht professionell bin. Aber wie gesagt, falls Sie irgendwelche Fragen zu den Stückchen haben oder wie man etwas spielt, dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Was möchte ich eigentlich mit dieser Lernwebseite bewirken? Was sind so meine Ziele? Mein Ziel ist einfach, das oberste Ziel ist einfach, dass Sie Freude am Instrument haben. Da würde ich Ihnen unbedingt mitgeben, weil es macht es so viel einfacher, ein Instrument zu erlernen, wenn Sie Freude dabei haben. Zusätzlich möchte ich eigentlich auch Menschen die Chance geben, da Hackbrett zu erlernen, die jetzt vielleicht nicht gerade in der Nähe einen Lehrer dafür haben und trotzdem den Wunsch verspüren, da Instrument zu erlernen. Und somit ist da jetzt mit dem Internet möglich, dass die einfach von zu Hause in den eigenen vier Wänden, was vielleicht für gewisse auch noch einen Unterschied macht, einfach die Videos anschauen und sich selber da beibringen im eigenen Tempo. Und da finde ich eine wunderschöne neue Möglichkeit. Zum Schluss möchte ich einfach sagen, ich finde es unglaublich schön, dass Sie auf dieses Video geklickt haben, dass Sie so Freude an der Musik haben und dass Sie einfach die Neugierde haben, um ein neues Instrument zu erlernen, weil es bereichert wirklich das Leben von einem. Wir wären somit eigentlich schon zum Schluss gekommen von dem ersten Video, wo ich Ihnen einfach ein bisschen die Orientierung geben, was man auf dieser Plattform alles machen kann. Und ich hoffe, ich habe im einen oder anderen Motivation herauskitzeln, dass Sie weiterhin auf dieser Webseite umstöbern werden und sich vielleicht sogar vorstellen können, dieses Instrument zu erlernen. Es würde mich unglaublich freuen, wenn man sich im nächsten Video wird sehen, wo ich Ihnen einfach die Grundlagen zum Hackbrettspielen werde erklären. Danke vielmals, dass Sie auf dieses Video geklickt haben und bis zum nächsten Mal.